freuen uns ganz besonders, dass wir die Flutlichtleitung heuer noch einweihen können. Mich freut es natürlich, dass heute so viele Skifahrer gekommen sind, die es einmal testen können. Und ich möchte jetzt nicht lang noch reden, weil jeder ist heiß und möchte mal schauen, wie das in der Nacht geht. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen, Franz. Ja, Peter, du hast vollkommen recht. Also von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Herzlichen guten Abend beieinander. Guten Abend beim Skifahren, das ist schon ganz ungewöhnlich. Aber es ist wirklich eine Attraktion und die Gemeinde hat das von Anfang an positiv unterstützt. Wir waren ganz begeistert, wie die Peter Lorenz oder die Alpenbahnen mit der Idee auf uns zugekommen sind. Dankeschön an die, die es machen, an die Alpenbahnen, weil das wirklich eine Attraktion ist. Ich kann es bestätigen. Wir haben letzten Mittwoch am 23. Dezember die erste inoffizielle Testfahrt gemacht. Wenn wir sagen, Flutlichtskifahren ist wirklich eine ganz bärige Geschichte. Man sieht eigentlich fast noch besser wie am Tag. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen 2,5 Stunden, wenn wir fahren dürfen. Schöner Skiabend und natürlich, was nicht fehlen darf, anschließend ein bisschen Après-Ski, ein bisschen einkehren, wirklich beieinander sitzen. Auf alle Fälle viel Spaß und viel Hals- und Beinbruch darf man nicht sagen, gell? Nein, sage ich nicht. Okay, also viel Spaß beim Skifahren. Dann fangen wir mal an und zeigen aber mit 5, 4, 3, 2, 1. Spot on! Wie viel Geld ist denn investiert worden in diese neue Flutlichtanlage? Ja, bei unserer Flutlichtanlage haben wir so ca. 120.000 bis 130.000 Euro investiert. Das ist jetzt einmal nicht so viel, weil wir haben keine Grabarbeiten machen müssen. Wir haben die bestehenden Fundamente der Beschneiungstürme hernehmen können. Die Kabeln, die haben wir auch hernehmen können von der Beschneiung. Also haben wir praktisch keine Grabarbeiten und keine Kabel extra graben müssen, da ist das verhältnismäßig günstig gekommen und war eigentlich, hat sich angeboten, dass man die Flutlichtanlage dann da baut. Stefan Schörkuber, mein verstorbener Mann, ist mit der Vision angetreten, das Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee weiterzuentwickeln und wieder zu seiner alten Beliebtheit zurückzuführen. Heute wage ich zu behaupten, dass uns das mit großem persönlichen und finanziellem Engagement gelungen ist. Das Skigebiet Spitzingsee ist sicherlich eines der attraktivsten Skigebiete Deutschlands. Es bietet jetzt eine moderne Infrastruktur, zahlreiche Liftanlagen und etlich bestens präparierte Pistenkilometer. Und es ist deswegen wahrscheinlich seit Jahrzehnten bekannt und beliebt und nicht nur bei Urlaubern, sondern vor allem bei Tagesausflüglern. Es hat ja den schönen Spitznamen Münchens Hausberg. Und ich habe selbst getestet, 1,25 Stunden, es rentiert sich wirklich.